die Scheiße, wo mehr Wahnsinn treibt. Seid ihr in der Nacht vom 24. Januar am Bahnhöheweg 44 gewesen? Ich habe das Asylant einmal anzünden. Ich will, dass das Pack von hier verschwindet. Ich will, dass die Schweiz in den Schweizer gehört. Raus mit diesen Jugos und Nigger-Islamisten. Das Jugendtheaterspektakel 2011-2012 in der Widmer 1 ist ein Spektakel, in dem über 100 Jugendliche teilnehmen werden. Die Idee ist, dass man Jugendlichen einfach den Raum Theater zur Verfügung stellt, um sich in der Form zu äußern, die ihnen zum Teil vielleicht unbekannt ist, aber die ein unglaublich gutes Medium ist, sich auszudrücken, sich zu präsentieren und ihren Themen einfach einen Platz zu geben. Und natürlich einen hohen Unterhaltungswert hat auch für Zuschauer, zu sehen, was haben Jugendliche uns zu sagen. Mama! Mama! Meine Nägel sind immer lackiert. Ich lese die Vogue. Ich rauche. Kleine Kinder rennen, wenn sie etwas nicht überkommen. Meine Mutter hat mich nie getröstet. Der Papa und du, wir haben jetzt zusammen ein kleines Geheimnis. Und jetzt ziehen wir Laura das Hösli abziehen. Die Themen sind von ihnen selbst gewählt, die Stücke sind von ihnen selbst geschrieben und sind entstanden aus Improvisationen, aus Textteilen, die sie hergestellt haben und aus Wünschen, Träumen, Hoffnungen oder auch Themen, die ihnen extrem auf den Nägeln brennen, entwickelt worden. Okay, Girls, let's go. Wir beginnen mit dem Photoshooting. Die Aufgabe ist für euch rich. Beautiful. Das Regie-Team ist komplett vom Stadttheater Bern gestellt worden. Das heißt Regisseure, Dramaturgen, Kostümbildner, Bühnenbildner und auch die Abteilung der Theaterpädagogik, der ich dazugehöre, mein Kollege Andi Tobler, wir haben das ganze Projekt koordiniert. Die Zahl der Selbstmorde in der Schweiz ist im letzten Jahr markant gestiegen. Hey, spinnst du eigentlich? Ich kann noch Alkohol, weißt du, was die Mischi gar nicht tut? Alter, du stehst in die Party, merkst du nicht? Komm her! Ey, join for eins, vier hätte ich gehabt! Jugendtheaterspektakel 2011-2012 ist für mich persönlich ein Highlight, und zwar weil 100 Jugendliche endlich den Platz, den Raum finden, sich zu präsentieren, sich mitzuteilen in Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern des Hauses. Was kann ich von den Schauspielern, von den Profis lernen, um mich selber darstellen zu können?